Da fehlt doch was. Ernsthaft jetzt. Also, was macht einen großen Unterschied in Videos? Musik. Guck mal hier. Das ist zum Beispiel traurig. Und so haben wir eine Action-Szene. Einfach andere Mucke drunter packen und fertig. Um uns jetzt einen Schritt in der Post zu erleichtern oder einfach irgendwie Aufgaben auf dem Hof ein bisschen leichter zu machen, indem man nämlich bei der Arbeit Musik hat, statten wir heute den ganzen Hof aus mit Boxen. Das Problem ist, das Video hat ein bisschen negativ angefangen. Jetzt ein bisschen Party reinbringen, gute Musik machen und uns hoch ins Techniklager beamen. Wo sind die Jungs? Verstecken sie sich etwa? Damit habt ihr nicht gerechnet. Willkommen in unserer neuen Technikwerkstatt. Für den Winter sind wir in die Garage umgezogen. Also einmal ganz kurz mal wieder das Team vorstellen. Daniel, Jimmy, Malde. Das sind unsere Jungs für unsere geniale Verbindung des Hofes. Aber wir bauen Boxen. 7 oder so, ne? 6. 6 Boxen, die auf dem Hof verteilt werden, die zentral gesteuert werden können, sodass wir auf den Knopf drücken und überläuft die gleiche Mucke. Das realisieren wir auf ein Pi, habe ich gesehen. Ja, da ist eigentlich eine Software drauf, die über Netzwerk ein Signal kriegt, also sprich das Audiosignal. Und die Pis, wo wir in jede Box einbauen, die synchronisieren sich und dann eben synchron Musik machen. Pi, Squeezebox drauf, dann hier vorne eine Audiokarte, einmal Strom, einmal USB mit einer Soundkarte dran. Und na, hier ist Betriebssystem drauf und so weiter. So, und das kommt da jetzt rein. Das heißt, wir haben einfach in den Boxen 2 Audiokabel. Ne, wir haben eins, das ist Stereo, das ist ein Stereo-Klingensignal. Und das, damit gehen wir auf den Mischverstärker, auf die Endstufe. Das ist die Endstufe, also genau. Aktiv-Lautsprecher sind das. Genau, dann, das sind ja quasi ursprünglich mal Monitorboxen gewesen, also aktive Monitorboxen, genau. Und dann gehen wir quasi auf den Line-Input mit einem Stereo-Signal, müssen uns noch einen Adapter bauen auf XLR, das war ein bisschen tricky, weil man vor diesem symmetrisch, asymmetrisch und diesem ganzen Wechselscheiß. Und dann quasi auf die Frequenzweiche und auf die Boxen. Was ist Frequenzweiche? Er splittet das quasi einmal auf für den Hoch- und für den Tieftöner. Was passiert eigentlich, wenn man einen hohen Ton auf den Tieftöner... Andersrum ist schlimmer. Kommt nicht viel. Also wenn man Tieftöner ein Hochfrequenzsignal gibt, ist es nicht so schlimm. Da kommt aber nicht viel. Das schafft die Membran einfach nicht. Mhm. Aber andersrum ist es schlimmer. Also wenn man jetzt so ein 50-Hertz-Signal auf so einen Hochtöner, auf so einen Tweeter begibt, dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Aber wenn ich einen tiefen Ton habe, schwingt die Membran noch einfach langsamer. Richtig? Ja. Yeah. So, und wenn ich das jetzt auf einem Hochtöner mache, dann schwingt die einfach... Aber mit einem sehr hohen Leistungssignal. Also das ist ja, also ein Bass hat ja so sehr viel mehr Leistung. Genau, er hat vielleicht ja viel mehr Kraft als ein hochfrequentes Signal. Du hast sie aus einer alten Schule abgezwackt, darf man das erzählen? Ja. Ja, aus der Aula. Die haben nämlich jetzt In-Earing. Guck mal, das Klimastand ist eines der erfolgreichsten deutschen Internetformate, sag ich, ne? Und wir benutzen hier Boxen aus einer Aula von der Schule, die jetzt auf In-Earing umgestellt haben. Du weißt schon, was das für ein Unterschied ist. Wir bauen uns hier das selber, ne? Da muss ein armes IT-Schwein abends oben in der Butze sitzen und hier Open-Source-Software auf dem Pi spielen, den er aus Asien importiert hat, weil wir uns die deutschen Versionen bei den verschiedenen Sachen nicht leisten können, ne? Willkommen beim erfolgreichsten Format Deutschlands. Was müssen wir jetzt genau tun? Als erstes gleich mal löten oder gibt es hier zu den Sachen noch irgendwas Großes zu erklären? Nee, genau, wir haben jetzt einen quasi, man sieht das ja hier, wir müssen einmal quasi oben drauf für den Pi in eine Position bauen, weil ich wollte ihn ungern mit zu den Endstufen packen. Ja, warum? Weil das Shake hat und so? Wärmeleistung und auch der Trafo und sowas, das finden die alles nicht so cool. Das heißt, wir bauen oben drauf noch Kästen, geben dem Pi noch Netzspannung, quasi einen Schuko-Anschluss fürs Netzteil. Ja. Und dann müssen wir noch diese XLR-Kabel löten. Das machen wir oben. Genau, aber den Rest können wir eben hier bauen. Möchtest du was mit Strom machen, wenn es geht? Ja, das ist richtig scheiße. Viel Spaß. Was? Das ist mega easy. Ja, Malte muss uns anleiten. Du bist heute die Schlüsselfigur in dem Film. Was bist du denn eigentlich? Bist du Tontechniker? Tontechniker, ja. Ah ja, siehst du. Er ist zum Beispiel arbeitslos und obdachlos momentan auch. Ja. Jimmy, mach dir nichts draus, bis bald wieder. Ne? Geht wieder nach oben. Bald. Danke, dass ich hier in der Werkstatt schlafe, wenn es jetzt kalt wird. Ja, und Daniel macht auch manchmal Sachen. So, jetzt können wir loslegen. Daniel ist ja hier sozusagen Fotobox-IT-Meister. Ich mach hier mal auf. Nee, das geht nicht. Okay. Ich glaube, Daniel kann gut mit Holz umgehen, habe ich gesehen. Diese andere Kiste, die du gebaut hast. Die ist immerhin gerade, das ist besser als vieles andere hier. Aber wie willst du es genau haben? Also den hier... Der kommt ja nachher da drauf. Also den steckst du da...
Den stecken wir da rein, genau. Wir trennen quasi das Kaltgerätekabel einmal auf. Ja. Und verkabeln die Dose dazwischen. Das heißt, und warum brauchst du nochmal extra Strom? Was brauchst du noch? Du hast die Endstufe? Wir haben die Endstufe, genau, mit dem Kaltgerätekabel. Und wir haben den Pi, der auch noch ein Netzteil haben möchte. Genau. Und wir wollen das Netzteil von dem Pi aber davor packen, dass wenn man die Endstufe an- und ausmacht, nicht die ganze Zeit mit dem Pi abschaltet. Ah, ja. Weil das doof ist. Ja, okay. Ich krieg diese Dose nicht mehr auf. Spürt ihr eure Finger noch? Ja. Ja, ich auch. Es ist alles eingefroren. Ich hasse den Winter. Ich hasse den Winter so sehr. Ey, Mann, ey. Ich kann meinen Finger kaum noch benutzen. Ey, Mann, ey, was sind denn das für Schrauben hier, Alter? Schoko-Steckdose einspannen, damit man die aufschrauben kann. Also wirklich, ey. Jetzt hier, jetzt wird der Kollege geöffnet. Es ist endlich soweit. Aua, Mann. Ihr macht jetzt nicht ernsthaft die Kanten da irgendwie auf Gärung oder doch? Einfach aneinander hier und dann hier vorne eine Schraube durch. Sieht doch super aus. Das ist die einzige Kante, wo du es nicht machen musst. Sieht doch super aus. Da kommt eh Lack drüber. Falsche Seite, ne? Warum steht da Fick dich drauf? Ja. Passt genau nicht, ne? Was passt nicht? Alles. Jimmy ist wieder zu schnell gewesen und hat nicht erst nachgedacht, sondern erst geschraubt. Oh Mann, das Jimmy. Auf der anderen Seite, oder? Nee, wir müssen das ganze Brett umdrehen. Also fick dich, muss nach außen. So kalte Flossen, ey. Ich kann das nicht ab, ne? Wenn es das erste Mal unter 10 Grad ist, so, ne? Dann fangen bei mir sofort auch, das Kinn fängt immer sofort an einzufrieren. Und dann kann ich nicht mehr reden. Im Skiurlaub oder so, ne? Kann ich mich eine Woche nicht verständigen. Kein Scheiß jetzt, wirklich. Ja. Hast du Skifahren? Ich habe das einmal gemacht, aber ich war so schlecht. Hä, das ist mega gut. Ich kann den Hund das überhaupt nicht. Ich habe mir dann halt auch so einen Skilehrer genommen und der hat die ganze Zeit, ich hatte so einen Helm auf, wo ich nichts hören konnte, weil der so die Ohren. Ja. Und dann hat er halt so einen österreichischen Akzent gehabt und immer gesagt, du musst dein Gewicht auf die Bergski lagen. Und ich war so, also so nichts gehört. Und war so, Alter, ich zahle gerade 45 Euro für eine halbe Stunde und verstehe nicht mal ein Wort von dem, was der mir erzählt. Hochtöner angeschlossen? Nee, das ist das, der kommt quasi, das ist ja, der nimmt das komplette Audiosignal, das verstärkte Audiosignal auf die Frequenzweiche mit. Also quasi sind das die Anschlüsse für die Endstufe, von der Endstufe weg. Aha, zur Box. Genau. Also Spulen und Kondensatoren trennen das Signal auf, damit wir wissen, was oben und unten ist, ne? Also was hoch und tief ist. Und jetzt nehmen wir uns einen Frequenzbereich davon und regeln den mit Widerständen runter oder lassen ihn eben auf 100%. Fertig ist der Equalizer. Was haben die denn hier für eine Leistung? Ist nachher rausgerechnet, also man kann immer mit diesen Leistungen immer, das ist immer relativ, also nachher eine effektive Musikleistung 120 Watt. 120 Watt. Puh, keine Ahnung, was das heißt. Komm, ja. Wir gehen hoch. Wir passen nicht alle in den IT-Raum, deswegen sitzen wir jetzt im Konfi-Raum, machen es kurz hier. Ich habe eine wichtige Aufgabe, ich beschrifte die Pies. Heute wird eher eine ruhigere Folge. So rein. 3. Drucken. Wie schön es ist, Dinge zu beschriften. Einfach nur zu zeigen, das ist es. Ich weiß, dass es das ist. Ihr müsst mal kurz noch mal zwischendurch ein bisschen erklären, was ihr tut. Also ich habe jetzt gerade die Pies ausgepackt. Ich habe meine Halterung verloren. Hallo Falk. Hallo Falk, ist Finn. Wir sagen jetzt alle ganz kurz, was wir gerade machen, ne? Immer noch diese Steckdose. Ich packe gerade meine Pies aus. In anderthalb Stunden wird sich die Situation kalt. So, braun rein. Guck mal, wie einfach das jetzt ist. No one knows. Hä? Nein! Mach aus! So. Bevor du da jetzt durch bist, ne? Ich bin vor dir fertig, zumindest. Oder? Warte mal eben kurz. Hey, Malte, kannst du mal ganz kurz was zu trinken für alle holen? Schraubst du noch? Ja. Oh, mir ist eine rausgeflogen. Oh Mann, er geht aber trotzdem, oder? Die steckt da drin. Was? So, jetzt aber Final Countdown hier. Fertig! Das geht noch flott. So, der große Moment ist gekommen. Sehen Sie, mein Herr.
müssen jetzt dieses Klinkenkabel zusammenbasteln. Ich sehe sonst nichts, entschuldige bitte. Bei so einem Kabel hast du rechts, links. Also rechts ist der Tipp, oben die Spitze. Der Ring ist links. Das wusste ich auch noch nie, dass das so rum ist. So, und die führen wir jetzt zusammen. Das ist jetzt ein Stereosignal. Die führen wir aber hier zusammen. Also rot und weiß wird eins. Das heißt Mono. Also wir haben nur noch rechts und links ist ein Kanal. Das ist auf jeden Fall nicht so gesund. Was willst du? Was willst du? Kümmere dich um deinen Scheiß jetzt hier. Ich finde es nur interessant, wie du nötest. Ja, jetzt hier, weil das alles so kleinteilig ist. Da komme ich nicht anders ran. Hast du eigentlich Mitarbeitergewalt? Mitarbeitergewalt? Naja, in Form von... Also ich schlage meine Mitarbeiter. Ja, du hast Mitarbeiter, ne? Ja. Das heißt, du arbeitest manchmal mit Menschen zusammen. Hin und wieder, ja. Das heißt, also, aber die müssen ja auch, ja, aber ihr sitzt auch nebeneinander manchmal und macht was so. Ja, die wissen dann direkt Bescheid, dass sie irgendwie Scheiße gebaut haben. Und ich würde durchdrehen, wenn mein Chef die ganze Zeit immer so neben mir sitzen würde. Und sagen wir mal ganz kurz, warum machen wir das überhaupt hier? Also, nee, warum machen wir das auf Mono? Weil wir an der Endstufe ja XLR-Eingänge haben. Das ist immer mit diesen Monitorboxen immer so ein bisschen tricky. Die haben ja meistens mehr XLR-Eingänge. Wenn ihr euch unsicher seid, was ist, könnt ihr auch immer durchmessen. Wenn ihr keinen Malte habt, dann haltet einfach ganz kurz Multimeter ran und guckt, wann es piept. Dann wisst ihr, was welcher Ring ist. So, fertig. Sieht doch geil aus. Was müssen wir jetzt noch machen? Die Steckdosen wieder einbauen in die Boxen. Mhm. Das Kabel dran und dann auf die Pies warten. Und dann auf die Pies warten. Hallo, wir warten auf die Pies. Ich packe gerade meine Pies aus. Scheiße, weißt du, was das bedeutet? Wir müssen jetzt runtergehen und schweißen. Also, in diesen Boxen, wir haben ja die Boxen, aber au! Ah, wir haben ja die Boxen übernommen. In diesen Boxen ist unten drunter, das Case davon hat hier so einen Stativflansch, so nennt man das. Da kennt man, da werden die normalerweise auf diesen Stöckern aufgesteckt, ne? Das Ding können wir jetzt hier nehmen und jetzt machen wir uns hier ein eigenes Stativ, hängen das an die Wand und machen das dann beweglich. Und normalerweise packt man da Sand rein, damit der nicht bricht. So, guck hier. So, das ist ein Stativflansch, wa? Jetzt kommt das hier drauf. Ich habe das Gefühl, ich arbeite heute generell sehr sauber. Das hier wird die Stange, die an die Wand kommt. Ich habe die falsche genommen aus Versehen. So, jetzt Löcher in die Rückseite, damit wir das Ding auch gleich an die Wand kriegen damit. Jetzt kommt das Ding hier dran und zwar so mit einem Scharnier. Einmal abdrücken ist wie in die Karibik zu reisen. Zumindest für deinen Teint. Passt das von der Tiefe mit der Distanzstange? Das habe ich jetzt nicht so richtig bedacht. Sieht gar nicht gut aus. Oh nein, ja doch! Geil, Alter, es geht ganz genau. Alter, ich kann ja sonst auch noch ein bisschen aufbiegen. Ja. Kein Stress, geil. Hä? Super. Ah. Hast du ins Gesicht gekriegt? Nee. Schau an, jetzt kannst du hier die Kette oben ran machen. So, das ist die engste Stufe. Ist das ein Boxenständer hier oder was? Das ist ein Kunstwerk an sich, eigentlich darf da gar keine Box drüber kommen. Viele von den Boxen bleiben ja mobil, sodass wir die einfach irgendwo aufstellen können. Das Geile ist, du steckst die einfach in eine Steckdose und ab geht's. Sodass du bei einer Veranstaltung auch mal, was weiß ich, wenn wir sagen, da hinten ist dicht, kannst du alles nach vorne ziehen, stellst du zwei mehr hier vorne auf. Ja, genau. Ich brauche jetzt den Akkuschrauber, eine Schraube, ein Bit und alles. Oh! Oh, ich wollte ihn nach da werfen, bin hängen geblieben. Geht's dir gut? Wirklich, sah aus wie pure Absicht, tatsächlich. Ja. Ah! Oh! Ja, sind wir so fertig, wa? Hat ihr auch ein bisschen Schiss, dass der kommt? Ja. Das ist eine einfache Halterung. Sieht schön safe aus, als hätten wir uns eine ganz normale Halterung von einer Lampe genommen und einfach einen Aktivlautsprecher draufgeschraubt, ne? Wie der mitwirkt im Wind, ist das Allerbeste. Das willst du eigentlich echt gar nicht. Nee. Das haben wir. Jetzt gucken wir ganz kurz, was die Jungs oben mit den SD-Karten gemacht haben. Ob da endlich was drauf ist. Einmal ganz kurz das Ding hier. Du bist jetzt auf dem Pi. Nee, wir sind da drauf.
Aber was machst du damit jetzt? Das installierst du jetzt oder spielst du jetzt auf den Pi? Nein, das wird also alles das Skript wird jetzt gerade ausgeführt. Ja, okay. So, und dann haben wir Squeezelite installiert, gesagt, er soll die richtige Soundkarte nehmen, Passwort geändert und so weiter. Und dann ist er einsatzbereit. Dann ist er fertig, ja. Und was wir auch noch eigentlich haben wollen langfristig, ist hier so ein kleines Mikro, wo man so rauf drückt und dann spricht man da rein und dann wird es auf dem Hof verteilt. Das kann man über diese URL laden wahrscheinlich machen. Genau, das Einfachste ist, dass man sozusagen einen lokalen Streaming, also Radio, ein lokales Radio aufsetzt. Klimasinn-Radio wäre das dann eigentlich. Eigentlich wäre es auch geil, dass man das dann anderen Leuten zur Verfügung stellt, dass die sagen können, dass man sagen kann, auf einer Veranstaltung kannst du eine Stunde Radio-Time gewinnen oder so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet, dass wir sowas machen. Ich glaube, das wäre cool. Muss man mal gucken. Oder anders, schickt uns einfach euren Audio-Stream als URL. Und dann können wir erstmal testen, ob es alles so funktioniert. Ihr könnt nicht entscheiden, wo ihr rauskommt. Ihr könnt nur senden. Und wir entscheiden dann, auf welche Bereiche man euch mappt. Weil wir können ja auch, das ist auch das Geile, für den Hof die eine Sache machen und meinetwegen für hinten, Vorsicht, es brennt und vorne, hier sammeln wir uns, hier sammeln wir uns, hier sammeln wir uns. Jetzt wird alles zusammengefügt. Unsere Box, unser gelötetes Klinkenkabel, unser Pi. Das verstauen wir dann nochmal vernünftig in der Wand. Jetzt haben wir hier den Pi, der kommt jetzt hier oben in unsere Steckdose irgendwie rein, die wir da rangebaut haben. Sehe ich nicht, siehst du nicht, kein Plan, was ich hier tue. Nein! Oh! Zum Glück haben wir einen Case. So, jetzt hier XLR auf Klinke. Oh Gott, das ist rein, hier oben in der Ecke. An. So, jetzt mache ich ganz vorsichtig. Pi, XLR auf Klinke, Klinke in Soundkarte. Versuchen zu connecten. Guck mal ab. Mensch, das zieht mir die Hose aus. Erstmal machen wir vernünftige Mucke an, das ist ja unangenehm. Was läuft hier? Da haben wir es nicht gemacht, Daniel. Ach so. Endlich haben wir Mucke. Ja. Machen wir erstmal einen vernünftigen Song jetzt an hier. Komm, wir stellen die anderen auf. Damit sind wir vollends mobil. Du kannst jetzt dieses Ding durchs Klimasand fahren, hast selbst erzeugten Strom aus der Sonne und kriegst Ton aus dem Netzwerk. Gucken, ob es geht. 3, 2, 1. Hat doch geklappt, cool. Ey, ne, wirklich, ganz, ganz vielen Dank. Vor allem an Malte, aber auch an Jimmy und Daniel. Wir sind jetzt synchron und erwarten euch beim Weihnachtsmarkt mit genau dieser Anlage. Überall werden Boxen sein und Musik. Voll gut. Ey, Alter, das hat sich gelohnt. Jetzt können wir bloß nicht mehr filmen, weil man kann keine Jump Cuts schneiden, wenn man Musik im Hintergrund hört. Das heißt, es wird jetzt keine Filme mehr geben, aber wir haben mehr Spaß beim Bauen. Danke. Verkehrsmeldung. Sollte der aktuelle Veranstalter im kommenden Jahr vielleicht nicht in Moin, Stefan aus Bremen-Horn hier. Akronyme sind doch so in, sowas wie DSDS zum Beispiel. Moin, Stefan aus Bremen-Horn? Hat er gesagt Bremen-Horn? Moin, Stefan aus Bremen-Horn hier. Endlich geht das hier. Endlich geht das. Ohne Video einfach den Vorschlag von Hannes.